Dzień dobry, cześć, my whisky friends. Welcome to my whisky channel, whisky. Dog, yeah, what's the crack, whisky, out my mate, mate, shimu, correct? Moti mate, so mukret. Ich höre, es geht euch wieder gut wie mir. Ja, naja, danke schön, danke schön, danke schön. Mir geht's natürlich auch gut. Ja, was haben wir heute für ein Whisky? Ja, ich habe heute eine Neuvorstellung. Ist, glaube ich, erst vor kurzem rausgekommen. Angeblich limitierte Auflage. Wie viele Flaschen, weiß ich jetzt nicht genau. Und zwar ist das der Krakalachi oder Klackerecki oder Krakalakai. Kann man auch so sagen. Kann man drei verschiedene sagen. Aber wir bleiben bei Krakalachi. Ja, Single Malt Scotch Whisky from the Space Side. Und zwar gereift oder hat ein Finish bekommen. Hier, um es genau zu sagen, ein Finish in former French Bass Armagnac Barrels. Ja, Armagnac, keine Ahnung, Cognac oder sowas, glaube ich. Kenne ich mich nicht so aus, da ich ja, wenn dann nur Whisky oder Bier trinke. Andere Sachen trinke ich nicht. Aber wir werden ihn erstmal eingießen. Ja. Oh, hier kommt er gleich schon, bleibt er gleich dran an den Korken. Das nehmen wir ab. Die Hülle gleich dran geblieben hier. Machen wir wieder drauf. Geht ziemlich einfach. Ja. So, wir werden erstmal eingießen, bevor wir was dazu sagen. Okidoki. Ja, okay. So, wie gesagt, hier machen wir als erstes. Oh yeah. So, hier haben wir die Umverpackung. Diesmal steht die 13 so wie ein Stempel hier drauf. Ja, hier die Distille. Ja, so sieht schön aus, schön gemalt. Ja, hinten so. So. Muss man ja immer zeigen. Die Flaschen sind auch cool gemacht. So die Form finde ich ganz gut und schön kräftig. Liegt gut in die Hand. Also schön schwer, bullig gemacht so. Oben kurz gehalten der Hals. Der Deckel ist auch nochmal hier drauf. Ja, kann man so einigermaßen erkennen. Hey, look at this one. Ja, okidoki. Ja, 1891 gegründet wurde die Distillerie. Ich hatte auch schon mal einen, das war der 17-Jährige, der war wunderbar. Wunderbar, ein wunderschöner Whisky und hat so, finde ich, so die Distillerie einen Eigengeschmack, aber der sehr, sehr lecker ist. Mehr so Fruchtigkeit, was ich bei dem hatte, der 17-Jährige. Ja, und wenn wir schon dabei sind, es gibt einen 13-Jährigen, einen 17-Jährigen, ein 23-Jährigen, genau, die gibt's. Und jetzt kommt dieser 13-Jährige raus, der nochmal in Armagnac fast gereift ist. Diese Fässer kommen aus Frankreich, und zwar aus dem Süden von Frankreich. Und ja, das, wie gesagt, ist, glaube ich, Cognac oder so, eine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich da gar nicht ganz so aus. Ist auch egal, wir sind ja bei Whisky. So, was kann man noch sagen? Ja, dieser Whisky ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Nice! Ja, yeah, gutes Bernstein hat er. Können wir hier hinpacken. Heute mal nicht mein Tuch, heute ein Zettel hier extra hingelegt, damit ein bisschen anders aussieht. Kommt tut dieser Whisky mit 46% Alkoholvolumen. Ja, was soll man eigentlich noch dazu sagen? Glaube ich, wieder mal alles gesagt. Die Gründung und bla 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 und das hatte ich, glaube ich, schon bei den 17-Jährigen schon damals gesagt. Wie gesagt, der hatte mir wunderbar gefallen. Also konnte ich nichts weiter gegen sagen. Gereift ist dieser Whisky 12 Jahre in Ex-Bourbon-Fässer. Wobei man dazu sagen muss, dass es wohl Refill-Fässer sind und keine First-Full-Fässer, sondern Refill-Fässer. Und hat dann nochmal ein Jahr, genau, sein Finish bekommen in diesem Armagnac-Fass oder Bass-Armagnac-Fass. Was ist das Bass? Ich bin kein Franzose, ich kann nicht sagen. Ist scheißegal, wir sind hier bei Whisky. Yeah! So, dann werden wir erstmal anfangen. We might get out thing. Okidoki. So. Oh, schön blumig. Mhm.
leichter Rauch, finde ich. Etwas Süße. Ja, Toffee kommt jetzt langsam. Und jetzt kommt sowas wie so diese Apples. Diese Bratäpfel, so genau, finde ich schon doch. Bratäpfel erinnern immer wieder ein bisschen an Weihnachten, haben wir ja schon fast wieder. Also vom Wetter her. Gestern ein bisschen geschneit, ja. Naja, so ist das halt. Ja. Die Süße ist schön. Jetzt kommt auch noch wirklich ein Hauch von Zimt. Aber überhaupt nicht dunkle Früchte. Die habe ich gar nicht drin. Weder Plums, Cherries. No, also keine Pflaumen, keine Kirschen, keine Rosinen. Aber Bratäpfel, Zimt, ein bisschen Honig. Karamell, ja. Ein Touch Zartbitterschokolade kommt, aber nur ein Touch. Ja. Yeah. Touchdown! Ja, ein kleiner Touch. Ja. Jetzt kommt Hauchzitrone, die aber nicht so dominierend in der Nase kommt. Die kommt etwas so, sage ich jetzt mal. Es ist irgendwie so ein eigenartiger Geruch da drin, der, ja, den ich, also eine Sache, die ich nicht zuordnen kann. Da würde mir jetzt, ich weiß nicht, vielleicht könnte man noch sagen, so ein bisschen Heu, also Muffscheu so ein bisschen. Aber nicht eklig, keine Ahnung, irgendwie so, als ob man in den Chat, also in der Scheune ist. Ja. Da so liegt und dann so ein bisschen altes Heu, wo man vielleicht schon 4 Tage drauf geschlafen hat. Weil man aus vom Haus rausgeflogen ist von Frau und musste man in die Scheune gehen und da ein bisschen schlafen und hat dann so da den Geruch von die Sachen noch drin oder so, keine Ahnung, so eine Art, ja, so ein bisschen Schlafzeug mit Heu, so, ja, so ein bisschen muffig, also muss ich sagen, aber nicht in schlechten, ich finde es gar nicht mal so schlecht, nicht auch nicht lecker so, aber das ist nicht dominierend, dominierend ist mehr der Bratapfel, der so schon ein bisschen braun geworden ist. Ja, schon ganz schön braun. Vielleicht so ein bisschen mehlig Bratapfel denn. Ja. Und Gras. Okay. Slanchuwo. Boah. Wow. Ho. Ich glaube, das ist, was ich bei den 17-Jährigen auch hatte. Jetzt kommt die Zitrone. Jetzt kommt die schön. Ist nicht mehr zu, sagt man, zu leicht, nicht zu kräftig, sagen wir mittel bis mittelkräftig so. Die Süße kommt dann daher. Ja. Bratäpfel im Mund habe ich nicht. Da geht es mehr tendiert so ein bisschen zu grüne Äpfel, genau andersrum.
Die grünen Äpfel mit etwas Zucker drauf, würde ich sagen. Und der hatte am Anfang die 46, kam schon etwas kräftig, aber sind sofort zurückgegangen. Er bleibt, ja, mittellanger Abgang. Mittellang bisschen als weniger. Mittellang, also sagen wir so mittellang und geht wieder aber ganz so zurück. Also ein bisschen weniger als mittellang, so. Mittelhalb, mittellang. So, ja. Aber sonst. Und wie gesagt, ich habe in der Nase, habe ich die Zitrone gar nicht fast. Also fast überhaupt nicht. Die ich aber im Mund wiederum habe. Totaler Unterschied. Ich habe die Äpfel hier drinne, die jetzt aber auch ein bisschen mehr ins Grüne gehen. Sie gehen auch mehr ins Grüne, nicht mehr so doll Bratapfel, wie es am Anfang war. Also ich muss schon sagen, er entfaltet sich ziemlich schnell hier von einer Seite zur anderen. Wenn es mal umgekehrt, also wenn es auch mal so mit Eier wäre, wenn Ei anbrennt, so wie Bratapfel, Bratapfel wird zum grünen Apfel. So, weißt du? Und wenn man jetzt so machen würde, braten Spiegelei als Beispiel, bratet an und scheiße, kann ich nicht mehr machen, kann man nicht irgendwie so machen, damit Ei wieder normal wird. Nein. Ach, was das wieder für eine Theorie ist, die ich hier aufstelle, keine Ahnung, wer weiß. Ich weiß nicht selber. Scheißegal. Okay. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, aber Heu ist noch drin, aber jetzt ist auch nicht mehr das so Muffig weg. Also das Muffig ist weg, meine ich, ist nicht mehr so drin. Ja, gefällt mir. Slanchuhr. Jetzt kommt Würzigkeit, Zitrone und beim zweiten Mal habe ich Lagerfeuer da. Leichtes, leichtes Lagerfeuer. Nicht doll. I'm sorry. Nicht doll. Aber gut. Die Zitrone habe ich jetzt hier drinne. Wo der Whisky nicht mehr drin ist in dem Glas, habe ich die Zitrone drin. Die ich jetzt auch beim Trinken drin hatte. Wieder. Der Whisky bleibt mittellang bis bisschen tiefer. Wo jetzt kommt noch ein Zusch oder Pinch von Fat Cream. Also die so Schlagsahne so ein bisschen. Aber nur minimal, aber sie hat sich so ein bisschen durchgequetscht gerade. Der Honig war auch da. Karamell, ja. Na, noch so 20% vielleicht. Von vorher, sagen wir mal, in der Nase waren es, ich würde sagen, 80%. Ganz schön runtergegangen im Geschmack. Aber er schmeckt gut. Er schmeckt gut, er ist aber nicht, nach meines Erachtens, kommt er nicht dran an den 17-Jährigen, auf gar keinen Fall. Wie der andere 13-Jährige ist, den werdet ihr wahrscheinlich, die meisten von euch kennen, den habe ich selber noch nicht getrunken, kann ich nichts zu sagen. Also wie gesagt, an den 17-Jährigen kommt er nicht ran, an den 23-Jährigen kann ich auch noch nicht sagen, weil den habe ich auch noch nicht getrunken. Ich hatte bis jetzt nur den 17-Jährigen und der war für mich spitze. Und ja, ich finde eigentlich, der ist guter Whisky, aber ist nicht ein Whisky, der mich jetzt vom Hocker reißt, wie ich eigentlich erwartet hatte. Hocker. So weggerissen. So. Nein, aber ich hatte eigentlich mehr erwartet von dem Whisky. Ja, man merkt, ich bin ja nicht enttäuscht. I'm disappointed. Nein, ich bin nicht enttäuscht, aber ich hätte mehr erwartet von ihm. Er schmeckt. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht schmeckt. Aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Gerade auch im Geschmack noch mehr. Was kostet dieser Whisky? Ja, er kostet 50 Euro.
Also 49 noch was, glaube ich, 49, 50, also ich runde ja immer auf. Es gibt ja immer irgendwelche Experten, die dann sagen, wenn ich sage 50 Euro, nee, der kostet nicht 50 Euro, der kostet 49,97 Euro. Ah, okay, 49,97 Euro, ja, Entschuldigung, dass ich 50 Euro gesagt habe. Ja, so. Ja, kostet um die 50 Euro. Muss man ausgeben? Nein, muss man nicht unbedingt ausgeben. Ich weiß gar nicht mehr, was der 17-Jährige gekostet hatte. Ob der 17-Jährige 20 Euro billiger war, teurer war oder 30. Ich glaube, der hat so zwischen 70 und 80. Ich weiß nicht, wie er jetzt kostet, keine Ahnung. Es war jetzt vor ein oder zwei Jahren. Ja, da würde ich mir, wer den noch nicht kennt, würde ich lieber den 17-Jährigen vorziehen als ihn. Und wer alle schon kennt und will, würde ich mir erstmal eine Probe besorgen an eurer Stelle. Nicht sofort gleich zuschlagen, weil könnte schon sein. Ja, ist, wie gesagt, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, nice, very plenty, you know. Ja, dann würde ich mal wieder sagen, das war's für heute und wünsche euch natürlich alle wieder schöne Wochenende, grüßt eure Familien oder habt alle wünscht, dass ihr alle, was ich hier quatsche, dass ihr alle gesund bleibt. Ja, wünsche ich euch, eure Familien, alle, die ihr liebt habt. Und dann würde ich natürlich sagen, wieder mal, bis zum nächsten Mal. Das wird dann so kommen, das nächste Video, ja, auf die Ostertage, denke ich mal. Ich denke mal, dann Sonntag oder Montag oder Samstag, mal irgendwie die Tage werde ich das machen. Und da kommt dann das Gewinnspiel, was ich ja auf St. Patrick's Day machen wollte, was ich ja da vergessen hatte. Das wird dann auf alle Fälle kommen und diesmal ist versprochen von mir. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Yeah, okidoki, see you later, alligator. Slon!